Hallo Kaffeefreunde, in diesem Video möchte ich Kaffeekapseln für das Nespresso-System testen, die Kaffeekapseln von Suyano. Suyano war ja einer der ersten Hersteller für Alternativkapseln für das Nespresso-System. Diese sind mittlerweile die verbesserten Kaffeekapseln, da gab es schon eine ältere Generation Kaffeekapseln. Das ist jetzt das neueste Modell, sage ich mal, das es gibt von Suyano. Suyano ist ja eine Bremer Firma, die sehr viel Herzblut auch in die Kaffeekapseln steckt, die immer weiter verbessert, sodass die tatsächlich funktionieren. Eine Packung der Suyano Kaffeekapseln kostet im Handel ungefähr 2,99 Euro. Je nachdem gibt es die aber auch teilweise etwas teurer, so für 3,29, 3,49 habe ich die Kaffeekapseln auch schon gesehen. Die Kaffeekapseln gibt es im Online-Shop von Suyano oder in ausgewählten Edeka-Märkten. In welchen Edeka-Märkten es die Suyano Kaffeekapseln zu kaufen gibt, eine Liste findet ihr auf der Suyano-Website. Von den Suyano Kaffeekapseln gibt es insgesamt 6 unterschiedliche Sorten. Das hier sind jetzt 5 davon, nur die Sorte Everest, die fehlt hier in dieser Aufstellung. Es gibt ganz unterschiedliche Sorten mit unterschiedlicher Intensität. Die Namen sind geblieben. Happiness zum Beispiel ist eine Lungo-Variante. Peace, das ist eine entkoffeinierte Variante. Flash ist ein Espresso mit einer hohen Intensität. Emperor ist auch ein Espresso. Und Adventure ist mal wieder ein Lungo. Also es gibt verschiedene Lungos und Espresso von Suyano. Verkauft werden die in dieser schönen Packung. Da ist auch immer die Intensität mit aufgedruckt. Sind immer 10 Kaffeekapseln in der Packung enthalten. Hier noch einmal das Qualitätsversprechen. Da werden so ein bisschen, wird Suyano so ein bisschen vorgestellt, so ein bisschen erklärt. Das ist hier so dieser Standardaufdruck. Hier auch nochmal die Intensität. Und das ist im Grunde das ganze Geheimnis der Packung. Ich mache die einfach einmal auf, dass man mal sieht, wie die innen drinne eingepackt sind. Sind die Kaffeekapseln nochmal in so einer Folie eingepackt. Man sieht schon, die Kaffeekapseln sind schwarz. Ich öffne das mal. Haben wir hier die Kaffeekapsel. Alle Kaffeekapseln bei allen Sorten sind aus diesem schwarzen Kunststoff. Man kann die Sorten aber unterscheiden, indem man hier auf den Aufdruck unten auf dem schwarzen Aluminium hier unten guckt. Da steht dann immer der Sortenname aufgedruckt. Also so kann man die dann nicht unterscheiden, die Sorten. Aber wenn man dann hier unten drauf guckt, dann kann man die Sorten auch voneinander unterscheiden. Und jetzt möchte ich einfach mal ausprobieren, wie gut diese Nespresso-Alternative in den Nespresso-Maschinen funktioniert. Ich teste die Kompatibilität der Suyano Kaffeekapseln in 3 unterschiedlichen Maschinen. Der Nespresso U mit dem automatischen Kapseleinzug, der De'Longhi Pixie und der De'Longhi Latissima Plus Maschine. Noch einmal zu den Kaffeekapseln. Hier haben wir die Original Nespresso-Kapsel. Hier haben wir die Suyano Kapsel. Man sieht, die sind vom Aufbau und vom Optischen schon sehr ähnlich. Lediglich die Unterseite sieht bei den Nespresso-Kapseln noch anders aus. Und natürlich bestehen die Nespresso-Kapseln nicht aus Kunststoff, sondern aus Aluminium. Ich bereite bei allen 3 Maschinen parallel einen Espresso zu mit der Sorte Peace. Das ist die entkoffinierte Variante, damit man direkt vergleichen kann, in welchen Maschinen funktionieren die Kapseln und in welchen funktionieren sie nicht und wie ist dann letztendlich das Espresso-Ergebnis. Ich bereite einen Espresso zu mit 40 Millilitern der voreingestellten Wassermenge. Erstmal die Kapseln überall ein. Wenn ich hier zuschiebe, dann startet die Maschine ja gleich und deshalb beginne ich auch hier mit der Maschine. So, jetzt ist der Brühvorgang bei allen 3 Maschinen abgeschlossen. Es gab keinerlei Probleme. Beginnen wir mit dem Ergebnis der Nespresso U.
Man sieht schon eine wunderschöne Crema auf dem Espresso. Die Wassermenge ist auch hervorragend. Also da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Auch bei der Nespresso Pixie Maschine gut, auch eine wunderbare Crema, ein wunderschöner Espresso. Und auch bei der Latissima Plus Maschine gibt es auch gar nichts dran auszusetzen. Die Wassermenge ist zwar etwas geringer als bei den Originalkapseln, aber im Großen und Ganzen funktioniert die Kaffeekapsel auch wunderbar in der Latissima Plus Maschine. Also in allen drei Maschinen einwandfreie Kompatibilität, gar keine Probleme. Jetzt schauen wir uns noch einmal einfach eine verbrauchte Kapsel an. Da sieht man jetzt hier unten, das wurde durchstochen, diese schwarze Aluminiumfolie. Und hier oben ist es so eingerissen. Die Tsuyano Kaffeekapseln funktionieren also in allen Maschinen einwandfrei. Hier habe ich jetzt die drei Espressi noch einmal aufgestellt, auch in der gleichen Reihenfolge wie eben die Maschinen waren. Also hier ist jetzt der Espresso aus der Nespresso U. Geschmacklich kann ich sagen, sind die Tsuyano Kaffeekapseln wirklich einwandfrei. Der Kaffee schmeckt vollmundig, intensiv, der Espresso, zum Beispiel der Flash, der flasht richtig. Klasse, super, vollmundiger Geschmack, keinerlei Bitterstoffe, da dieses sehr schonend geröstet wurde, der Kaffee in den Kapseln. Also mir schmecken die Tsuyano Kaffeekapseln wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir nun zum Fazit der Tsuyano Kaffeekapseln. Meiner Meinung nach sind die Tsuyano Kaffeekapseln eine tolle Nespresso-Alternative zu einem ganz erschwinglichen Preis. 2,99 € pro Packung, das sind ca. 30 Cent pro Kaffeekapsel. In den Packungen befinden sich immer 10 Kaffeekapseln, werden in diesen schönen Packungen hier verkauft. Die Intensität ist damit aufgedruckt. Die Kaffeekapseln sind nochmal in so einer Folie eingepackt. Die Kapsel selber besteht aus Kunststoff, hat auf der Unterseite einen Aluminiumverschluss. Die Sorte ist immer mit aufgedruckt auf der Kaffeekapsel, auf dem Unterboden. Kompatibilität gibt es gar keine Probleme. In allen drei getesteten Maschinen funktionieren die Tsuyano Kaffeekapseln einwandfrei. Auch geschmacklich können mich die Tsuyano Kaffeekapseln überzeugen. Der Espresso schmeckt vollmundig und der Lungo schmeckt auch nicht zu dünn. Also wirklich klasse. Wenn ihr Fragen zu den Tsuyano Kaffeekapseln habt, schreibt die einfach als Kommentar hier unter das Video. Ich versuche die dann bestmöglich und schnell zu beantworten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert oder meine Facebook-Seite, Instagram oder mich bei Twitter besucht. Den schriftlichen Testbericht findet ihr auf meiner Seite kapsel-kaffee.net. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gebt einen Daumen hoch und vielen Dank fürs Anschauen.